Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Schön, dass Sie alle so zahlreich dabei sind. Mein Name ist Ann-Karin Hahn. Ich führe Sie als Moderatorin heute so ein bisschen durch das Webinar, begleite Sie im Chat auch, falls es da irgendwie technische Probleme oder Fragen gibt. Ja, unser heutiges Webinar, EU-Verordnung zu Konfliktmineralien, ist das Thema, ist auch schon das zweite Webinar, weil es auf den ersten Termin schon so eine große Resonanz gab, dass wir gar nicht alle unterbringen konnten. Daher heute noch der zweite Termin. Ein kurzer Hinweis, Sie sind alle stumm geschaltet, alle Teilnehmer. Und Fragen können Sie uns jederzeit im Chat stellen. Vielleicht können Sie mir einfach auch kurz eine Rückmeldung geben, ob Sie mich hören. Genau. Ja, wenn ich durch bin, sozusagen mit einer kurzen Einführung, dann wunderbar, herzlichen Dank. Dann gebe ich ab an meine Kollegen. Magdalena Freund wird einmal zum Thema EU-Verordnung Ihnen den aktuellen Stand, so ein bisschen auch die Historie berichten. Und im Anschluss wird Herr Engel dann darauf eingehen, wie Sie schon heute auch Konfliktmineralien berichten können. Ein kurzer Hinweis, das Webinar wird aufgezeichnet und im Nachgang können Sie auch die Aufzeichnung gern bei uns anfragen. Bevor es losgeht, haben wir auch eine kurze Umfrage vorbereitet. Und zwar einmal würde uns interessieren, wie Sie von diesem Webinar erfahren haben, wenn Sie da einfach kurz anklicken auf die entsprechende Antwort. Ich gebe Ihnen einen kleinen Moment Zeit. Gut, vielen Dank. Wunderbar, da tut sich noch ein bisschen was. Ein Hinweis auch noch zum Chat. Wie gesagt, wenn Sie technische Fragen oder Probleme haben, werde ich Ihnen dann direkt versuchen, über den Chat auch zu antworten und zu helfen. Und am Schluss haben wir dann ein bisschen Zeit eingeplant, um noch entsprechend Fragen zum Inhalt des Webinars aufzugreifen und versuchen, die auch zu beantworten. Aber keine Angst, falls wir es nicht schaffen zeitlich, keine Frage geht verloren. Wir werden die dann im Nachgang gerne noch direkt mit Ihnen klären. So, jetzt schließe ich die Umfrage. Vielen Dank einmal hier für das Feedback. Und dann zum Einstieg des Webinars interessiert uns noch, ob Sie denn schon mal Konfliktmineralien berichten mussten. Auch hier würde uns entsprechend Ihre Antwort interessieren. Die meisten von Ihnen mussten schon oder müssen schon Konfliktmineralien berichten. Okay, gut, das heißt, es werden wahrscheinlich noch mehr werden, wenn das so kommt, wie es sich abzeichnet momentan. Ja, da wird jetzt die Frau Freund Ihnen etwas zu erzählen. So, ja, vielen Dank, Ann-Karin. Ich hoffe, alle können mich hören. Mein Empfang hier mit dem Laptop ist nicht ganz so gut heute. Falls der Sound nicht gut genug ist, Ann-Karin, geben Sie mir bitte eine Rückmeldung. Müssen wir schauen, ob wir wechseln. Ansonsten würde ich dann jetzt meinen Teil hier übernehmen. Das heißt, Ihnen einen Einblick geben in die EU-Verordnung zu den Konfliktmineralien. Und später übergebe ich dann noch an den Markus Engel. Mein Einstieg jetzt wäre, dass ich Ihnen noch mal ganz kurz einen Überblick geben möchte darüber, wer wir sind, was wir so machen. IMDS Professional ist ein Full-Service-Unternehmen für IMDS und CDX. Bei beiden Systemen verfügen wir über eine ganz lange Erfahrung schon, nämlich seitdem die sozusagen auf dem Markt sind, seitdem es die gibt. Beim EMDS ist es seit 1999 und beim CDX seit 2012. Mehr und mehr widmen wir uns aber auch den Material Compliance Themen generell.
Das ist ein Feld, was sozusagen stetig wächst, wo es immer Neuerungen gibt und wo man sich eben mitentwickelt. Wir kennen uns zum Beispiel aus mit der ILV oder REESH, ROS, WEE, den Konfliktmineralien, die wir uns heute anschauen und so weiter. Was wir auch tun, ist, wir bieten den sogenannten Service an. Das heißt, wir übernehmen Einträge in den IMDS- und CDX-Systemen für unsere Kunden, also für Sie und das Ganze auch weltweit. Dabei kommt uns dann zugute, dass wir momentan in bis zu 8 Sprachen kommunizieren oder in 8 Sprachen kommunizieren können. Ganz besonders wichtig ist das dann auch in einem unserer größten Bereiche, nämlich im Trainingsbereich. Da haben wir bis heute mehr als 15.000 Personen qualifiziert in unseren Trainings und unsere Trainingsstandorte sind mittlerweile eben auch in ganz Europa verteilt. Das heißt auch da vielsprachig und wir haben seit neuestem auch einen Standort in Brasilien, dort in Sao Paulo. In Europa sind wir in den größten Städten sozusagen zu finden, also Paris, Amsterdam, in Timisoara, in Stockholm und so weiter. Als Trainingspartner sind wir von HP, also von den IMDS-Entwicklern selbst autorisiert. Wir bieten bei den Trainings im Prinzip zwei verschiedene Formen an, kann ich sagen. Das eine ist, dass wir öffentliche Daten ausschreiben, zu denen sich sozusagen jeder anmelden kann. Die findet man auf unserer Homepage, aber auch, die findet man auf unserer Homepage. Und das ist sozusagen die zweite Form, in der wir Ihnen unsere Trainings anbieten, ist die Inhouse-Variante. Das heißt, Sie würden uns sagen, was Sie interessiert und wir machen Ihnen dann ein entsprechendes Angebot, was dann natürlich ganz auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneidert ist. Auch da sind wir im Bereich IMDS natürlich in der Lage, Trainings zu halten, aber auch im CDX und eben auch in diesen neueren und weiteren Feld der Material Compliance. Das dazu. Dann möchte ich Ihnen jetzt einmal ganz kurz den Überblick geben darüber, was wir heute so machen werden. Der Einstieg ist sozusagen ein kurzer Blick auf das eigentliche Vorbild für die jetzt geplante EU-Konfliktmineralienregelung auf der EU-Ebene. Das ist nämlich der Dodd-Frank Act. Daraufhin werden wir uns dann aber auch tatsächlich dem EU-Entwurf zuwenden. Wir wollen uns einfach die Frage stellen, worum es dabei eigentlich geht. Im nächsten Schritt werden wir dann schauen, wie dort gesetzlich geregelt wird. Wir wollen uns anschauen, in welcher Form dort gesetzlich geregelt wird. Und dann möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben über die einzelnen Stationen im bisherigen Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, hier schauen wir uns sozusagen so ein bisschen die Historie an. Dann gehen wir kurz, aber auch wirklich nur ganz kurz, auf den Inhalt ein, in zwei wichtigen Punkten oder zwei interessanten Punkten. Das erste ist eine Änderung, die es an diesem Entwurf gab. Und das zweite ist ein Unterschied, der zum Dodd-Frank Act besteht. Die letzte Frage, die ich dann stellen werde, ist, ob Ihr Unternehmen eventuell von einer solchen EU-Regelung betroffen sein könnte. Ich gehe davon aus, dass das eine Frage ist, die die meisten hier interessieren wird. Und dann werde ich auch schon übergeben an den Herrn Engel. Der wird Ihnen heute zuerst mal einen Überblick geben über den HP-CMD-Manager. Das Ganze natürlich relativ kurz, denn viel Zeit haben wir heute nicht. Und dann wird er nochmal ganz kurz schauen auf den IMDS Conflict Minerals Analyzer, den CMA. Und dann versuchen wir, wenn uns genug Zeit bleibt, im Anschluss noch auf Ihre Fragen zu reagieren, die Sie dann im Chat stellen können. So, dann werde ich hier mal eben versuchen, meinen Pointer zu aktivieren. Ich teste das gerade mal. Ja, genau. So, also zuerst eben, wie angekündigt, der Blick auf das Vorbild. Der Dodd-Frank Act in den USA
Die Sektion 1502 ist, denke ich, einigen von Ihnen schon ein Begriff, wenn Sie es schon mal mit den Konfliktmineralien zu tun hatten. Es ist so, dass die Verwendung von Mineralien aus der Demokratischen Republik Kongo und ihren Nachbarländern regelt. Die Abkürzung für die Demokratische Republik, über die man da oft stolpert, ist dann DRC. Es ist so, dass in diesen Gebieten eben Bürgerkrieg oder Konflikte herrschen und dass das Ziel des US-Gesetzes dabei ist, den illegalen Handel mit den sogenannten Konfliktmineralien zu vermeiden. Und das Ganze deshalb, weil diese oft zur Finanzierung eben der Konflikte in der Region dienen. Die Konfliktmineralien als solche gemäß dem Dodd-Frank Act sind die sogenannten 3TG, also Tin, Tungsten, Tantalum, Gold, Zinn, Wolfram, Tantal und Gold. Die werden wir dann auch gleich wieder treffen, wenn wir uns die EU, den Entwurf für die EU-Verordnung anschauen. Ganz wichtig eigentlich noch bei diesem US-Dodd-Frank Act ist, dass der als solcher eigentlich kein Verbot darstellt, sondern die sogenannte Due Diligence da eine Rolle spielt. Das wird oft übersetzt mit dem Sorgfaltsprinzip. Das ist sozusagen das Ziel, dass man einfach versucht, langfristig diese Mineralien nicht mehr in seinen Produkten zu verwenden. Oft fällt dabei auch dieses Schlagwort Name und Shame, also dass man solche Unternehmen eben quasi vermeidet, dass der Verbraucher letztendlich solche Unternehmen vermeidet, die die Konfliktmineralien verwenden. Aber als solche sind die eben nicht verboten in der Verwendung. So, dann wenden wir uns jetzt der EU zu. Dazu möchte ich mir als erstes zusammen mit Ihnen einmal den Titel anschauen. Den Titel für diese kommende oder die diskutierte Regelung. Es handelt sich dabei um einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Unionssystems zur Selbstzertifizierung der Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette durch verantwortungsvolle Einführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten. Hier finden Sie eben genau diese 3TG dann auch schon wieder, von denen wir es gerade schon hatten beim Dodd-Frank Act, das heißt Zinn, Tantal, Wolfram und Gold. Auch das Schlagwort Konflikt. Konfliktmineralien ist ja sozusagen eigentlich ein Überbegriff, der mehr oder weniger in der Umgangssprache auch verwendet wird für diese Mineralien. Ganz wichtig hier auch noch, deswegen habe ich Ihnen das auch schon in Fett gesetzt, ist, dass wir es hier mit einem Verordnungsentwurf zu tun haben. Und dann auch noch ein Augenmerk, denke ich, sollten wir legen auf die Tatsache, dass das ein Entwurf für ein Selbstzertifizierungssystem ist. Auf Details werden wir dann mehr oder weniger indirekt auch später nochmal zurückkommen, wenn wir uns die einzelnen Schritte im Gesetzgebungsverfahren angucken. Was ich jetzt einfach noch mal ein bisschen erläutern möchte, weil ich glaube, dass es einem auch so ein bisschen hilft, sich zu orientieren, sind diese Abkürzungen hier. Die Frage ist ja, wie wird gesetzlich geregelt? Wenn wir jetzt noch mal hier zurückschauen, haben wir ja gesehen, ich gehe hier einen Schritt zurück, dass wir hier eine Reihe von Abkürzungen haben, ein bisschen typisch EU-Dschungel. Das hat natürlich alles irgendwelche Verfahrensnummern. Hilft uns aber eben ein bisschen zu verstehen, wie es funktioniert. Hier haben wir es zu tun mit einem Vorschlag COM 2014-0111. Dieses COM hier gibt uns den Hinweis darauf, dass der Vorschlag von der EU-Kommission ausgeht. Also COM steht für Commission und dieser Vorschlag ergeht an das Europäische Parlament und den Rat. Dann
können wir auch schon einen Schritt weitergehen, wenn wir hier auf diese nächste Abkürzung schauen. Das ist die Verfahrensnummer. Ich gehe mal hier ein bisschen hoch, damit man das lesen kann. Verfahrensnummer 2014-0059-COD. Hier haben wir wieder einen Hinweis, nämlich dieses COD steht für Ordinary Legislative Procedure, für das ordentliche Gesetzgebungsverfahren der EU. Dieses ordentliche Gesetzgebungsverfahren ist momentan eines der meist angewendeten Instrumente auf EU-Ebene, um Gesetze zu beschließen. Das hieß vorher einmal Kodezisionsverfahren bzw. Mitentscheidungsverfahren. Und zwar deshalb, weil hier die wichtigsten Institutionen der EU, das sind die Kommission, das Parlament und der Rat, gemeinsam an den Entwürfen arbeiten und eben Gesetze beschließen. Deswegen Kodezision oder Mitentscheidung. Wir schauen uns dieses Verfahren dann jetzt auch noch mal ein klein wenig näher an. Einfach damit Sie besser verstehen können, wo wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Verfahren stehen und wo das potenziell noch hingehen könnte. Wir haben ja gerade eben gesehen, der Vorschlag innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens ging in unserem Fall ja von der Kommission aus. Das ist auch immer der Fall. Das heißt, die Kommission hat im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren das Initiativrecht. Danach geht der Vorschlag dann in der sogenannten ersten Lesung an das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament stimmt darüber ab und übergibt das dann an den Europäischen Rat. Diese erste Runde, die nennt sich eben erste Lesung. Davon kann es insgesamt bis zu dreien geben. Also bis zur dritten Lesung kann das Ganze gehen, bis zur dritten Runde. Wenn sich innerhalb der jeweiligen Runde die beiden Institutionen nicht einigen, ist der Rechtsakt bereits gescheitert. Am Ende, das ist noch so ein bisschen was Besonderes, der zweiten Lesung kann oder steht ein sogenannter Vermittlungsausschuss, wenn es eben nicht zu einer Einigung kommt, bevor es dann in diese dritte Runde, dritte Lesung geht. Nach der dritten Lesung kann es nicht mehr weitergehen. Jetzt ganz wichtig, in unserem Fall befinden wir uns genau hier oben, wo wir diesen Pfeil eingefügt haben. Das heißt, wir befinden uns noch innerhalb der ersten Lesung im Europäischen Parlament. Der Vorschlag ist noch nicht an den Rat weitergegeben worden. Ein paar Details dazu werde ich später noch geben, wenn wir dann auf die Geschichte oder auf den Hergang sozusagen des Gesetzgebungsverfahrens eingehen. Aber ich denke, das hier ist wirklich ganz gut, um einfach ein bisschen zu verstehen, wie das Ganze so vom Prozess her abläuft. Ein weiterer wichtiger Punkt, um so ein bisschen zu verstehen, was da am Ende auf uns zukommen könnte, ist die Form, in der hier gesetzlich geregelt wird. Da habe ich nochmal geschaut auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Dort ist im Artikel 288 definiert, welche Instrumente die Union besitzt. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die Organe Verordnung, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen an. Der Punkt, den ich mir hier jetzt anschauen möchte mit Ihnen, ist natürlich die Verordnung. Zum Vergleich schauen wir dann jetzt hier nochmal auf die Richtlinie. Es ist so, dass die Verordnung als solche eben bereits direkt allgemeine Geltung hat und in all ihren Teilen verbindlich ist, in der Form, in der sie von der EU erlassen wird. Sie gilt ganz unmittelbar dann auch in jedem einzelnen Mitgliedstaat. Wenn wir uns zum Vergleich dann jetzt mal die Richtlinie angucken, da ist es zwar auch so, dass diese natürlich verbindlich ist, dass diese aber verbindlich ist hinsichtlich ihres Ziels. Das heißt, die Art und Weise, die Form und die Mittel, die dann angewandt werden, um diese Richtlinie umzusetzen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die wird den Mitgliedstaaten überlassen. Das heißt, die können sozusagen ein bisschen mitbestimmen, wie sie diese Ziele erreichen.
oder wie sie das Gesetz umsetzen. Sie alle kennen wahrscheinlich auch Beispiele für beides. In der Automobilbranche ist zum Beispiel REACH eine Verordnung und die Altfahrzeugrichtlinie, die End of Life Vehicle Direction, die ELV, ist ein Beispiel für eine Richtlinie. Es ist so, dass man quasi ganz allgemein sagen kann, dass die Verordnung in ihrer Form die etwas strengere Instrument ist, weil es eben direkt als solches unmittelbar in den Mitgliedstaaten gilt. So, dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu den bisherigen Schritten im Gesetzgebungsverfahren, also was bisher geschah, könnte man sagen. Das Ganze läuft eigentlich schon seit einer Weile. Wenn wir uns das hier angucken, im Oktober 2010 hat das Europäische Parlament bereits entschlossen, dass man Rechtsvorschriften über die sogenannten Konfliktmineralien erlassen möchte. Zu diesem Zeitpunkt bereits hat man sich eindeutig sozusagen für ausgesprochen, das Vorbild der Dodd-Frank Act. Ja? Dann hat das Ganze gut 4 Jahre gedauert, bevor die Kommission ihren Vorschlag für eine Verordnung, da hatten wir ja den Titel oben gesehen, erlassen hat. Gleichzeitig mit ihrem Vorschlag oder veröffentlicht hat. Gleichzeitig mit ihrem Vorschlag hat die Kommission, wie sie das meistens tut, auch die sogenannten Folgenabschätzungen veröffentlicht. Die Folgenabschätzung, da habe ich Ihnen hier auch ein paar die Kürzel sozusagen reinkopiert, weil die insofern interessant sind, da sie nochmal so einen Überblick geben über die Punkte, die auch berücksichtigt werden oder die die Kommission mit berücksichtigt hat, als sie ihren Entwurf entwickelt hat. Und vor allem sind die eigentlich auch relativ gut verständlich. Also sozusagen für jedermann eigentlich ganz gut, wenn man sich informieren will, einfach über dieses Thema Konfliktmineralien. Dann hat nach circa einem Jahr der DEVE-Ausschuss, das ist ein Ausschuss des Europäischen Parlaments, das ist der Ausschuss für Entwicklung des Parlaments, hat eine Stellungnahme abgegeben zu dem Entwurf, den die Kommission eben im 2014 abgegeben hatte. Und darin hat der DEVE-Ausschuss bereits gefordert, dass man doch ein verpflichtendes System für die Importeure vorsehen solle. Hier einfach möchte ich noch mal ganz kurz zeigen. Sie sehen, dass die Kommission sozusagen vorgesehen hat eine Selbstzertifizierung. Und hier hätten wir dann den DEVE-Ausschuss, der schon von einem verpflichtenden System spricht. Das ist aber einfach nur eine Stellungnahme gewesen. Dann haben wir circa einen Monat später den Interausschuss. Der Interausschuss ist der Ausschuss für internationalen Handel des Europäischen Parlaments. Der Interausschuss ist auch gleichzeitig der federführende Ausschuss für das Dossier der Konfliktmineralien, also für den ganzen, innerhalb des ganzen Verfahrens ist der Interausschuss sozusagen der Verantwortliche, organisatorisch. Der hat eben auch abgestimmt über den Vorschlag, den eingängigen Vorschlag der Kommission und hat auch sich dafür ausgesprochen, dass man da Änderungen anbringen sollte. Sein Vorschlag oder der Interausschussvorschlag war dann, dass man ein verpflichtendes System der Selbstzertifizierung für die Importeure vorsehen solle. Wichtig hier natürlich auch immer, dass erstmal nur wirklich die Rede war hier von den Importeuren, die betroffen sein sollten. Dann, kurze Zeit darauf, hatten wir die große Abstimmung im Europäischen Parlament. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von Ihnen davon sogar auch etwas mitbekommen haben könnten.
Das war nämlich auch tatsächlich in der Tagespresse zu lesen. Die Diskussion im Europäischen Parlament war auch relativ hitzig. Und das Besondere dabei war dann, dass sich da relativ überraschend eine Mehrheit dafür ausgesprochen hat, dass man eine verbindliche Einhaltung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für alle Unionseinführer vorsieht. Das kannten wir ja schon, das sind die Importeure von vorher. Aber auch, und das war jetzt wirklich ganz neu, für die nachgelagerten Industriezweige. Das heißt, übersetzt für die ganze Lieferkette sollen Informationen Pflichten gelten. Die entsprechenden Änderungen, die das Parlament da eben vorgeschlagen hat, finden Sie auch im Internet. Da habe ich hier das Kürzel eingefügt. Ich habe aber auch hier unten, ich bin hier ein bisschen verrutscht, einen Link Ihnen schon bereitgestellt, wo Sie sich die angucken können. Da gibt es auch eine Pressemitteilung, die ist auch interessant zu lesen. Da wird einfach nochmal ein bisschen zusammengefasst, was Sie dort im Mai entschieden haben. Das Ganze ist dann nach dieser Abstimmung eben wieder zurückgegangen in den federführenden Ausschuss, in den Interausschuss. Der hat dann darüber abgestimmt und auch dafür gestimmt, dass man die sogenannten informellen Trilogverhandlungen aufnimmt. Die informellen Trilogverhandlungen dienen dazu, eine Entscheidung oder eine Einigung sozusagen herbeizuführen außerhalb der offiziellen Institutionen. Das heißt eben außerhalb der Kommission und des Rates und des Parlaments. Für diese informellen Trilogverhandlungen entsendet jede dieser Institutionen Vertreter, die sich dann außerhalb, deswegen eben informell sozusagen unterhalten und versuchen, eine Lösung zu finden und sich auf einen Vorschlag zu einigen. Dafür hat man sich eben entschieden, dass man das jetzt machen möchte. Ziel ist ganz klar, dass man schon innerhalb der ersten Lesung zu einem Entschluss kommt. Wir erinnern uns an diese Schaugrafik von vor 3 Folien, dass man sozusagen eben diese weiteren Lesungen, zweite Lesung, dritte Lesung, dass man das vermeidet und ein bisschen schneller ist. Das Verhandlungsteam, das dann diese Verhandlungen vornehmen soll, das ist auch schon benannt. Das war am 14. Juli, dass der Interausschuss das benannt hat. Und seitdem ist jetzt auch noch nichts Neues sozusagen bekannt geworden. Der Interausschuss hat sich seitdem schon noch einmal getroffen. Da hat man auch über den Stand der informellen Trilogverhandlungen berichtet. Aber die Nachricht war einfach, dass da noch nichts zu berichten sei. Einen Link habe ich Ihnen hier auch noch reingetan, der einfach so ganz interessant ist für den Standort Deutschland. Spiegel Online hat vor kurzem auch über die Konfliktmineralien berichtet, und zwar über eine Diskussion in der Großen Koalition. Und zwar lautete da die Schlagzeile im Spiegel Online Blutmineralien. Ja, da sieht man auch schon dran, wie das dann übersetzt wird von den Konfliktmineralien. Und es scheint wohl so zu sein, dass die SPD dafür ist, dass man eine Sorgfaltspflicht in der gesamten Lieferkette, hier ist auch noch ein Rechtschreibfehler, in der gesamten Lieferkette vorsieht und die CDU und die CSU in Deutschland eher dagegen sind. Können Sie sich ja dann einfach nochmal durchlesen, wenn Sie die Zeit haben, ist auch ganz schnell gelesen. Dann möchte ich jetzt, wie angekündigt, eben nochmal auf ja, den Inhalt ein ganz klein wenig eingehen. Da haben wir zuerst einmal eine wichtige Änderung, die eben durch das EU-Parlament an diesem 20. Mai angebracht wurde. Das heißt, sie war noch nicht Teil des ursprünglichen Entwurfs von der Kommission. Und ich denke einfach, die ist sozusagen interessant zu sehen und auch zu verstehen. Die bezieht sich darauf, dass eben keinerlei Unternehmensgrößenregelung irgendwie vorgesehen ist.
Das heißt, dass im Prinzip nach dem jetzigen Stand alle Unternehmen die Ressourcen im Sinne dieser Verordnung auf den EU-Markt bringen, dazu verpflichtet sind, die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette zu erfüllen und auch entsprechend Bericht zu erstatten. Das ist insofern natürlich interessant, weil für viele kleine Unternehmen das auch einen relativ großen Aufwand bedeutet, diese Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Und die EU oder nach dem jetzigen Entwurf, da aber keine Ausnahmen vorgesehen sind. Was vorgesehen ist, also wo es Ideen gibt, ist, dass man Förderung vorsieht, eben auch durch die EU. Da gibt es auch schon einige sozusagen Details in den Entwürfen, mit denen dann kleine Unternehmen zumindest unterstützt werden könnten. Es ist natürlich, das ist, gilt ganz allgemein, festzuhalten, dass der Entwurf in seiner jetzigen Form eben immer noch ein reiner Entwurf ist. Das heißt, alles, über das wir jetzt hier sprechen, ist einfach noch in der Bearbeitungsphase. Da kann sich noch viel ändern. Es ist aber auch so, dass sich die Allgemeinheit relativ sicher ist, dass in der Grundform und an dieser Idee überhaupt eine Konfliktmineralienverordnung auf EU-Ebene zu erlassen, dass sich daran sicherlich nicht mehr viel ändern wird. Die Frage ist einfach nur, welche Endform sie dann wirklich erhält. Ein zweiter Punkt ist dieser Unterschied zum Dodd-Frank Act. Das ist ein Punkt, der von Anfang an vorgesehen war. Das heißt, es ist keine Änderung, sondern das war schon von der Kommission selbst in dieser Form auch so angedacht. Das ist ein Punkt, der für viel, viel Aufregung gesorgt hat und wahrscheinlich auch immer noch sorgt, nämlich, dass es keine regionale Beschränkung gibt in dem Entwurf der EU. Das heißt, das, was wir beim Dodd-Frank Act gesehen hatten, die Demokratische Republik Kongo und die Nachbarländer, auf die dort sozusagen die Konfliktmineralien beschränkt sind, so etwas gibt es dort nicht. Also im EU-Entwurf gibt es dort nicht. Da ist es vielmehr so, dass wir eine relativ allgemeine Definition haben über die sogenannten Konflikt- und Hochrisikogebiete. Das sind dann Gebiete, in denen bewaffnete Konflikte geführt werden, Gewalt weit verbreitet und die zivile Infrastruktur zusammengebrochen ist. Die Definition geht auch noch weiter, aber eben keinerlei Nennung von Ländern, die das dann betreffen könnte. Es ist ganz klar, dass es so eine Liste wahrscheinlich geben wird und auch geben muss, die dann eben von einer anderen Institution veröffentlicht wird, die dann auch konsultiert werden kann, weil in irgendeiner Form man natürlich wissen muss, worauf man achten muss. Die Tatsache, dass man es aber eben mit einer allgemeinen Definition zu tun hat, bedeutet auch, dass sich diese Liste ständig erweitern kann, natürlich auch reduzieren kann, einfach, dass sie eben veränderbar bleibt und dass das Ganze etwas ist, auf das man immer achten muss. Also, dass man sich nicht einfach verlassen kann auf ein bestimmtes Gebiet, bei dem es dann bleibt, sondern man muss sozusagen immer auf dem neuesten Stand sich halten, um zu wissen, was denn jetzt im Moment überhaupt Konfliktmineralien sind. Dann jetzt natürlich noch die große Frage, ob Ihr Unternehmen betroffen sein könnte. In der Zukunft natürlich, rein hypothetisch. Hier habe ich einmal eine Übersicht reinkopiert aus einer gemeinsamen Mitteilung an das Europäische Parlament und den Rat. Das ist eine Übersicht, eine vereinfachte Übersicht über die Lieferkette. Und in dieser gemeinsamen Mitteilung gab es eben auch schon Schätzungen, also Zahlen, wie viele Unternehmen oder Produzenten eben jeweils darunter gezählt werden. Die habe ich hier in Rot reinkopiert. Es ist so, dass also alles, was sozusagen vorgelagert in dieser Lieferkette ist, das wären solche Unternehmen oder Händler, die unter diese Definition Importeur fallen würden oder Unionseinführer, sind die an anderer Stelle auch genannt. Das sind also Händler, Hütten und Raffinerien und da geht man davon aus, dass das so circa 300 sind in der EU. 320, wenn man die Hütten und Raffinerien dazu zählt.
der zweite Teil oder der nachgelagerte Teil der Lieferkette, der ist dann eben schon weitaus größer. Hier hat man es dann mit den Händlern zu tun und vor allem auch mit denjenigen, die Komponenten, die dann solche Konfliktmineralien enthalten, herstellen oder aber auch einfach einbauen in ihren Produkten und natürlich dann mit denjenigen Unternehmen zu tun, die dann am Ende wirklich die Komponenten, die eingebauten Komponenten und das fertige Produkt auf den Markt bringen. Und hier ist die Zahl natürlich dann sehr viel größer. Da hat man so geschätzt, dass das wahrscheinlich auf EU-Ebene so um die 880.000 sein könnten. Das ist eine sehr große Zahl. Und die Pfeile hier haben wir mal hinzugefügt, weil wir uns gedacht haben, dass wahrscheinlich die meisten von ihnen sich genau hier befinden. In der Automobilindustrie als Zulieferer wären sie dann eben mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von der Konfliktmineralienverordnung, wenn sie dann in der derzeitig angedachten Form kommt, auch betroffen. Weil das Ganze eben noch so in Arbeit ist, kann man sagen, haben wir uns dann entschlossen, dass wir das mitverfolgen und weil wir das mitverfolgen, Ihnen das sozusagen auch anbieten, dass wir Sie da ständig oder kontinuierlich auf dem Laufenden halten. Wir werden also weiter kostenlose Webinare anbieten. Sie können sich dazu dann anmelden. Sie finden die mit auf jeden Fall auf unserer Webseite dann in Zukunft, aber wir machen auch dann regelmäßig E-Mailings, wo wir dann über die Webinare und die Daten dafür informieren. Hier habe ich Ihnen aber auch nochmal die E-Mail-Adresse hineingeschrieben, an die Sie sich dann natürlich jederzeit wenden können. Ja, damit würde ich dann eigentlich auch schon an den Herrn Engel übergeben, der Ihnen dann jetzt einfach nochmal einen Überblick geben möchte über die Tools, die bereits jetzt schon verfügbar sind, um Konfliktmineralien zu berichten. Das sind Tools, die natürlich im Moment eingesetzt werden für das Berichten im Sinne des Dodd-Frank Acts, die dann aber auch in Zukunft noch umso interessanter sein dürften, wenn wir dann auch in der EU eben Konfliktmineralien berichten müssen. Ja, damit würde ich dann übergeben. Okay, hallo zusammen, mein Name ist Markus Engel. Ich werde Ihnen jetzt die beiden Tools im Rahmen weniger Minuten ganz grob und ganz kurz vorstellen. Ich suche als allererstes meinen Pointer. Warten Sie mal einen Moment. So, und dann wechsle ich zu der nächsten Folie. Okay, mit dieser Folie oder mit diesem Screenshot möchte ich ganz gerne zeigen, einmal, dass der CMD-Manager Teil oder Bestandteil des CDX-Systems ist. Das CDX-System wurde geschaffen vom Unternehmen Hewlett-Packard, ist quasi für die, die das noch nie gehört haben oder auch nicht kennen, das Parallelsystem zu dem IMDS-System, halt offen für andere Märkte, für andere Industriezweige, bei uns auch komplett international und global einsetzbar. Der CMD-Manager ist Bestandteil des CDX-Systems. Ich kann den CMD-Manager nutzen, um mir ein CMD zu erstellen. Ja, dann müssten wir jetzt halt nochmal wissen und erfahren, was ein CMD überhaupt ist. Ein CMD ist ein Konfliktmineral oder ist die Konfliktmineraldeklaration. Ich erzeuge das ganz am Anfang, das sehen wir jetzt hier leider nicht, wähle ich mir den Fragebogen aus. Ja. Ich kann auch ältere Fragebögen oder auch auf ältere Fragebögen zurückgreifen oder ich nehme mir den aktuellsten, das ist die Version 401a. Einige wissen das schon. Das Template, was hier verwendet wird im CMD-Manager, ist das sogenannte CMRT, das Conflict Mineral Declaration Template vom CFSI.
Ja. Hat auch noch einige andere Namen. Einige sagen da EICC, Jessie Sheet dazu. Also das ist die Basis für mein CMD, welches ich jetzt hier erzeugt habe. Diese Fragen hier unten, man sieht das. Ich denke mal, einige kennen die schon. Die müssen dann beantwortet werden. Die müssen auch hier für mein eigenes C oder für mein CMD müssen die manuell halt erst einmal auch nochmal entschieden werden. Das heißt, bin ich denn überhaupt betroffen? Habe ich denn in meinen Produkten Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram? Und dann kommen noch weitere Fragen in Bezug auf, sind die wichtig für die Herstellung meiner Produkte? Und wie ich auch die Lieferkette quasi abgeklappert habe, auf welchem Stand ich mich zurzeit befinde. Ja. So, dann kommt die nächste Seite. Auch ein paar Vorteile von dem CMD-Manager möchte ich Ihnen schon mitteilen. Ja, ich kann CMD suchen. Ähnliches System, auch wie ich Materialdatenblätter im IMDS-System suchen kann. Das bedeutet wiederum, dass der Lieferant die Möglichkeit hat, mir diese CMD zu senden. Und diese befinden sich dann wie im IMDS in einem sogenannten Handshake-Modus oder in den Handshake-Modus. Das heißt, ich erhalte ein CMD von meinem Lieferanten und lasse eine speziell angefertigte Prüfroutine von HP drüber laufen. Die prüft, ob alle Fragen beantwortet sind, die prüft, ob die Smelter richtig angegeben wurden, die prüft noch einiges mehr. Ja. So, dann kann ich entscheiden, nehme ich das CMD von meinem Lieferanten an oder lehne ich es ab. Das habe ich hier auch diese Möglichkeit. Ja. Und wir sehen das in der nächsten Folie dann noch. Dann kann ich eine Referenz auf dieses CMD erstellen. Das heißt, ich kann dieses CMD in mein eigenes CMD, was ich mir erstellt habe, einbauen und kann somit diese Informationen weiterverarbeiten. So, das ist der eine Weg. Der andere Weg, das System ist sehr flexibel. Sie können auch, sofern der Lieferant mir das EICC per Excel-Datei per E-Mail schickt, kann ich dieses EICC auch hochladen. Ich kann es importieren. Im Rahmen dieses Vorgangs läuft auch wieder die HP-Prüfroutine drüber. Und das EICC wird umgewandelt zu einem oder zu unserem CMD. Und die Prüfroutine zeigt dann auch an, ob das EICC Fehler aufweist. Die Prüfroutinen werden auch permanent weiterentwickelt und auch gepflegt durch das Haus Judith Packard. Mhm. Ja, das als Möglichkeit. Wir machen das ja jetzt heute nicht zum allerersten Mal. Die Fragen, die kenne ich eigentlich schon, die gestellt werden im Chat oder dann auch später noch per E-Mail. Eine Frage ist immer wieder, wenn mein Kunde mich auffordert, ein CMD im HP-System zu erstellen und zu übermitteln, muss ich dann den CMD-Manager kaufen in der Vollversion? Am Rande mal angemerkt, der kostet 500 Euro zurzeit. Ja. Und die Antwort jetzt hier nein. Das heißt wiederum, der Lieferant kann den CMD-Manager nur für das Übertragen seines CMD oder für seine CMD-Deklaration kostenfrei verwenden. Erst dann, wenn der Lieferant sich entscheidet, den CMD-Manager selber zu verwenden für die eigene Deklaration und für die Prüfung der CMDs, dann fällt die Jahreslizenz von 500 Euro an. Ja. Okay, so, die nächste Folie, ja, nochmal ganz grob. Das System ist sehr ähnlich wie in dem IMDS-System. Ich bin in meinem CMD drinne und kann mir jetzt oder kann jetzt akzeptierte CMD suchen und kann diese in mein CMD integrieren. Ähnlich wie im IMDS, ich erstelle mir ein Materialdatenblatt und referenziere akzeptierte Lieferantenmaterialdatenblätter. Dasselbe System wurde von HP auch hier angewendet und ja auch entwickelt. Ja.
Ja, das zu den Möglichkeiten, ganz grob, was der CMD-Manager kann. Eine Sache fehlt mir jetzt noch, fällt mir gerade ein. Ich kann dem CMD-Manager die EICC Jesse Sheets importieren. Falls mein Kunde aber nicht den CMD-Manager verwendet, habe ich auch hier die Möglichkeit, das CMD zu exportieren, das heißt wieder zu transformieren in das EICC, und ich kann mir auch hier wiederum die aktuelle oder die verschiedenen Template-Versionen halt ja aussuchen und auswählen. Ja. Also diese Möglichkeit existiert hier auch. Ja, das war das schon von meiner Seite bezüglich des CMD-Managers im Überblick. Ich habe hier nochmal einen Screenshot gemacht von den öffentlichen Seiten IMDS, wo Sie auch weitere Informationen zu dieser Thematik noch finden. Sie können den CMD-Manager dann auch hier herunterladen und können weiteren Links folgen. Dann sehen Sie nochmal im Detail, was der CMD-Manager alles kann und wie er unterstützt oder wie er Sie unterstützt, die Konfliktmineralien zu erfüllen und die Berichterstattung ihrer Kunden zu erfüllen. So, dann mache ich jetzt den Sprung zum sogenannten CMA. Der CMA ist der Conflict Mineral Analyzer, den gibt es erst seit kurzer Zeit. Er kommt auch aus dem Hause von HP. Und vorweg gesagt, die Benutzung dieses Analyzers ist absolut kostenfrei. Ja. Er basiert, einige kennen vielleicht das Tool von auch aus dem Hause HP, nämlich den sogenannten A2, den Accelerator. Auf dieser Technologie basiert dieser CMA. Ich melde mich, also er kann kostenlos runtergeladen werden. Ich muss noch sicherstellen, dass meine Java Runtime Environment von Oracle installiert ist und auch funktioniert. Dann lässt er sich starten über den Webstarter. Und ganz wichtig hier, ich kann mich mit meinem IMDS-Login anmelden. Ja. Der CMA ist letztendlich ein Bindeglied zwischen den bereits vorhandenen Daten im IMDS-System und das Bindeglied oder die Schnittstelle zu dem CMD-Manager. Ja. Ich melde mich an, bin dann hier drinne und sehe dann, einige kennen das aus dem IMDS-System auch sehr gut, dass ich jetzt quasi hier den Verwendungsnachweis habe. Aber mit den voreingestellten Filter-Konfliktmineralien. Das bedeutet, ich greife direkt auf die Daten in IMDS zu. Im IMDS habe ich immer wieder die Möglichkeit, auf die eigenen Daten zuzugreifen, auf die Daten meiner Lieferanten zuzugreifen, aber auch auf publizierte Daten drauf zuzugreifen. Das bedeutet jetzt mal ein Szenario, ein Fall. Ich würde hier auswählen, suche mir alle oder wähle alle akzeptierten Materialdatenblätter aus und analysiere mir diese auf diese 3TGs hin. Ja, das heißt, beinhalten die Lieferantenmaterialdatenblätter 3TGs. Ja? Das hatten wir jetzt ja schon mehrfach. Also ist da Zinn drin, ist da Gold drin, eventuell Wolfram. Genau, ja. Dann eine weitere sehr wichtige Information für Sie nochmal. Das werden Sie als IMDS-Anwender in der Lieferkette kennen. Wenn ich ein Materialdatenblatt im IMDS erzeuge, nicht Modul, also wirklich Materialdatenblatt, dann habe ich 3 Kapitel im IMDS. Das erste Kapitel Inhaltsstoffe, hier mache ich meine eigentliche Datendeklaration. Im zweiten Kapitel wähle ich einen Ansprechpartner aus und somit hinterlege ich einen Ansprechpartner und eine E-Mail-Adresse und gebe dann auch dann bekannt, wer ich denn in der Lieferkette überhaupt bin als Unternehmen. Ja. Und der CMA verwendet genau diese Informationen aus dem dritten Kapitel und kann diese dem CMD-Manager übergeben. Im CMD-Manager habe ich die Möglichkeit, CMD anzufragen. Also ich habe einen Mechanismus, ähnlich wie die MDB-Anfrage,
um die Lieferanten anzusprechen und die Lieferanten aufzufordern, mir die CMD mit einem Termin, mit einer Deadline zu liefern. Das hat einen natürlich sehr großen Vorteil jetzt. Also die Kombination, ich arbeite im IMDS bereits, ich habe dort meine Daten in der Lieferkette gesammelt, ich muss Konfliktmineralien in der Zukunft erstatten, also die Berichterstattung muss ich machen. Und ich möchte doch gerne die Daten, die ich aus dem IMDS-System gesammelt habe, verwenden und möchte diese Daten filtern und die Daten dem CMD-Manager übergeben. Ja. Das Ganze, wenn Sie den CMD-Manager einsetzen, auch diese Information vorab, ist ein Prozess, ist auch ein interner Prozess, der aufgebaut werden muss. Und wenn man Lieferantendaten in der Lieferkette sammelt, dann sprechen wir auch von einem sogenannten oder sprechen wir von dem sogenannten Supplier Onboarding. Das heißt, das Ziel, was verfolgt wird, ist, dass Ihre Lieferanten natürlich direkt in das CMD oder in den CMD-Manager ihre Daten einstellen und übermitteln. Nochmal hier zur Wiederholung, Ihr Lieferant oder Ihre Lieferanten müssen den oder müssen nicht sich die CMD-Lizenz, die kostenpflichtige, besorgen, sondern Sie haben die Möglichkeit, Ihre EICCs zu importieren und auch über den CMD-Manager, der in dem Fall kostenfrei zur Verfügung steht, Ihnen zu übermitteln. Ja. Ja, das eine, ja, wir kommen zu der letzten Folie. Auch hier in den IMDS, in den Public Pages, wie man sie auch nennt, können Sie weitere Informationen erhalten. Und Sie können auch hier, wenn Sie die Links folgen, den CM Analyzer, gibt auch ein kleines Handbuch drüber, ja, kostenlos herunterladen. Und ich kann nur allen empfehlen, die das IMDS verwenden, hier mal reinzuschauen, mal zu analysieren und sich die Möglichkeit dann oder die Möglichkeit sich zu überlegen, ob man wirklich diese Kombination mit dem CMA und dem CMD-Manager dann zukünftig in der Praxis dann etabliert und einbindet. Gut, das war es von meiner Seite aus. Ich übergebe dann wieder an die Moderatorin. Ja, jetzt muss ich mal schauen. Ann-Karin? Ja, ich bin da. Ja, okay. Gut, vielen Dank, Markus, für den Einblick in die beiden Tools. Ich wechsle die Folie gerade mal auf unsere öffentlichen Seminare und Webinare, die wir zu den Themen anbieten, und übergebe auch nochmal an die Frau Freund, die jetzt noch ein paar Fragen aus dem Chat aufgreifen wird. Ja, danke, Ann-Karin. Der Markus ist, glaube ich, immer noch auch auf Ton geschaltet, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, genau, jetzt haben Sie ihn gerade auch gemutet. Dankeschön. Also wir haben heute nicht so viele Fragen. Eine Frage hatten wir eingangs sozusagen. Die war, wann soll ein Land in diese Liste, also in die Liste der Konfliktregionen, kann man die ja nennen, wann soll die wieder aufgenommen werden? Darauf kann ich im Prinzip jetzt keine Antwort geben, kann wahrscheinlich auch keiner eine Antwort geben, da das alles eben noch im Fluss ist. Es ist so, dass eben Vorschläge und Überlegungen bestehen, dass man das zum Beispiel laufen lassen könnte über die OECD. Die OECD hat ja auch viele Handreichungen veröffentlicht und eben auch eine Guideline und so weiter für die Konfliktmineralien nach dem US-Dodd-Frank Act, und auch dieses Due Diligence Prinzip basiert eben auf ein Verfahren sozusagen, was die OECD definiert hat. Und da könnte es natürlich durchaus sein, dass sich die EU da dann sagt, naja, man erfindet das nicht neu, sondern man hält sich da im Prinzip an die bereits sozusagen bestehenden Institutionen, die sich damit auskennen, und dass die dann auch definieren könnten, also alles jetzt im Wagen gesprochen, ja, welche Länder und als Konfliktregionen eben gelten könnten. Aber nochmal, ist alles noch im Fluss, also kann man im Prinzip darauf keine Antwort geben, man kann einfach nur ein bisschen philosophieren darüber, was sein könnte dann in Zukunft. Wichtig war dabei einfach nur der Punkt, dass das eben
dass das sozusagen eine offene Liste ist und dass die dann in der Tat auch von irgendjemandem eben definiert werden muss. Der Markus würde auch ganz gerne nochmal eine Frage beantworten, die wir hier im Chat bekommen haben, wenn wir nochmal rüberschalten könnten. Ja, bin ich jetzt aktiv? Denke schon. Genau, ja, ich sehe das. Ja, mein lieber Oliver, 500 Euro pro Jahr oder einmalig, ja, das ist, kann ich beantworten, also 500 Euro pro Jahr für diese Lizenz. Zusätzlich möchte ich hier nochmal sagen, dass ich mit dieser Lizenz, also dass diese nicht eingeschränkt ist, das bedeutet, ich kann so viel EICCs importieren, ich kann so viel CMDs erstellen und Kunden versorgen damit, also das ist nicht limitiert. Da gibt es keine Restriktion für diese 500 Euro im Jahr. Und ja, du fragtest auch noch Vorteile im Gegensatz zu iPoint. Geprüft habe ich dich ja vorher nicht. Der ganz große Vorteil, den ich halt hier sehe, ist gerade für IMDS-Anwender, dass ich über den CMA diese Kopplung habe, IMDS und CMD-Manager. Das heißt wiederum, ich kann das IMDS-System verwenden, um meine Lieferantendaten zu analysieren, automatisch zu analysieren mit diesem Verwendungsnachweis. Wenn der Filter oder der Filter steht ja auf Konfliktmineralien, dann erhalte ich eine Ergebnisliste, vielleicht sind 100, 200, 300 Lieferanten betroffen, für größere Unternehmen halt auch sehr interessant. Und diese Informationen, die kann ich dann automatisch dem CMD-Manager übergeben und kann somit das Supplier-Onboarding stützen und gestalten. Für mich hat das einen sehr, sehr großen Vorteil und das ist auch der Unterschied zu der iPoint-Variante. Ja. Okay, dann gebe ich wieder ab an Karin. Ja, danke. Wir haben jetzt hier noch eine Reihe von Fragen. Ich fange mal mit der einfachsten an. Die ist nämlich, in der Folie wurde erwähnt, dass die EU-Regelung über die DRC und die Nachbarländer hinausgeht. Das ist richtig. Also nach dem jetzigen Stand sozusagen geht die hinaus. Über die DRC, nämlich, hatten wir ja gerade schon, das ist eigentlich überhaupt nicht definiert, wer davon betroffen wäre oder wer ein Konfliktmineraliengebiet sozusagen sein soll. Dann ist die Frage, bleibt es dann bei 3TG oder sind alle Mineralien aus diesen Gebieten betroffen? Da ist die Antwort, das bleibt auf jeden Fall bei den 3TG, nochmal nach dem jetzigen Stand sozusagen. Also das würde nicht alle Mineralien aus diesen Gebieten betreffen, sondern eben die vier, die wir schon kennen. Dann hatten wir zwei Fragen, die mehr oder weniger in die gleiche Richtung gehen, nämlich wann ist mit einer finalen Entscheidung der EU zum Thema Konfliktmineralien zu rechnen? Hatten wir noch eine ganz ähnliche Frage, die dann damit, denke ich, auch beantwortet ist. Da kann ich Ihnen leider keine Antwort geben, muss ich sagen. Wir können uns aber so ein bisschen, denke ich, man kann sich da so orientieren, indem man einfach nochmal zurückschaut auf das, was ich da erläutert hatte im Sinne des Ablaufs des Verfahrens. Wir sind eben in der ersten Lesung und ganz wichtig ist auch der Punkt, dass man eben jetzt diese informellen Trilogverhandlungen hat. Das heißt, das Ziel ist anscheinend im Moment eben schon zu einer schnellen Lösung zu kommen. Das ist im Moment das Ziel. Wie lange das dauern wird, kann keiner wirklich beantworten. Das kann schnell gehen, das kann lange dauern. Ich selber glaube nicht, dass es innerhalb der nächsten Monate oder irgendetwas Ähnliches zu erwarten wäre. Das glaubt wahrscheinlich auch niemand sonst. Wir wissen aber nicht, wie schnell es gehen kann. Es ist schon so, dass da, denke ich, auch so ein Druck besteht, weil das Thema von vielen NGOs auch, aber eben auch von Politikern, Stichwort SPD in der Großen Koalition dann auch, doch eben mittlerweile gepusht wird. Das heißt, es ist einfach auch sicherlich aufgrund der derzeitigen politischen Lage in vielen Teilen der Welt eben tatsächlich ein Ziel, soweit es geht, zu verhindern, dass Konflikte finanziert werden über eben diese vier Mineralien. Aber nochmal, wie lange das Ganze dauert, das können wir Ihnen nicht sagen.
bleibt einfach abzuwarten. Aber wir versuchen da eben einfach dran zu bleiben und Ihnen dann sozusagen rechtzeitig Bescheid zu geben. Eine andere Frage war noch, ich weiß nicht, wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Minute. Schauen wir, was wir in der Minute machen können. War, was genau man unter Selbstzertifizierung versteht. Selbstzertifizierung, ich gehe hier zu diesem Zweck jetzt nochmal ganz schnell in der Folie zurück, wenn ich das kann. Dauert ganz lange. Nee, Markus, können Sie? Ah ja, jetzt geht's. Okay, alles klar. Selbstzertifizierung ist dieses Stichwort eben in dem Titel oder was wir gesehen haben im Titel der EU-Regelung. Ganz wichtig, dieser Titel ist eigentlich, wenn man jetzt zugrunde legt, was momentan an Änderungen angebracht wurde, nicht mehr richtig. Der müsste im Prinzip geändert werden. Da ja aber noch gar kein tatsächlicher endgültiger Vorschlag vorliegt, ist der einfach noch so, wie der am Anfang sozusagen von der Kommission bekannt gegeben wurde. Weil nämlich jetzt müsste diese Selbstzertifizierung dann natürlich daraus verschwinden. Denn die Änderungen, die vom Parlament gemacht wurden, gehen eben nicht mehr auf eine Selbstzertifizierung hinaus. Aber nochmal, wir sind da ja im Fluss, also haben wir es hier noch mit dem originalen Titel zu tun. Dann auch noch da als Hinweis, Selbstzertifizierung war ursprünglich von der Kommission so angedacht, dass sich die Importeure, die Unionseinführer, freiwillig melden und sich zertifizieren lassen, sozusagen als, naja, konfliktfrei, konfliktmineralienfrei oder als Importeure, die versuchen eben, sich an die Regeln zu halten, was die Konfliktmineralien angeht und keine Mineralien importieren, die aus solchen Gebieten kommen. Das war am Anfang die Idee. Und das Prinzip war eben ein freiwilliges. Das heißt, Importeure, wir erinnern uns auch nochmal an diese Übersicht, die ich Ihnen gezeigt hatte, das waren daneben 320 Betroffene wären das gewesen in der EU, die hätten sich nach dem ursprünglichen Entwurf sozusagen melden können und sich zertifizieren hätten lassen. Das zum Thema Selbstzertifizierung. Zum jetzigen Zeitpunkt aber wahrscheinlich auch gar nicht mal unbedingt das wichtigste Stichwort. Ja, damit würde ich mich jetzt auch schon verabschieden. Ich möchte mich nochmal bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute an diesem Webinar teilgenommen haben. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auf uns zukommen, wenn Sie noch irgendwas wissen möchten über die Tools entweder oder aber auch unsere Seminare. Wir machen ja für die Konfliktmineralien als solches und eben auch für die Tools bieten wir Seminare an. Und damit wünsche ich Ihnen dann noch einen schönen Nachmittag. Ich gebe auch nochmal zurück an die Ann-Karin, die dann jetzt auch die Dokumente bereitstellt für den Download. Also die Präsentation und noch eine Reihe von anderen Dokumenten, von denen wir denken, dass sie für Sie wichtig sein könnten. Ja, vielen Dank, Magdalena. Vielen Dank, Markus, für den Einblick und die Informationen zu diesem Thema. Wie gesagt, wir halten Sie da gern weiter auf dem Laufenden oder auch in unseren anderen Seminaren und Webinaren schulen wir Sie entsprechend zu den Themen, und den auch zu den einzelnen Tools. Wie schon angekündigt, wir haben ein paar Unterlagen vorbereitet. Da werde ich Ihnen jetzt einige zur Verfügung stellen, die Sie sich direkt downloaden können. Falls es nicht klappt oder Sie jetzt auch keine Zeit mehr haben, weil die nächsten Termine anstehen, wir senden Ihnen im Nachgang des Webinars, wahrscheinlich nicht mehr heute, aber morgen oder am Montag, eine E-Mail mit einem Link, wo Sie sich dann diese Materialien auch entsprechend noch herunterladen können. Das wird sein, die Präsentationsfolien, aber auch noch weiterführende Informationen zum heute besprochenen Thema. Gut, ja, bis dahin, vielen Dank für die Teilnahme, für Ihr Interesse und auch von meiner Seite noch einen angenehmen Restnachmittag.